Mein Name ist Ansgar Wigger, ich arbeite bei der Auge Sturm GmbH, bin im Außendienst tätig, im Bereich Gasmotoren, Instandhaltung und Wartung und möchte Ihnen heute mal zeigen, wie eine 2000-Stunden-Wartung bei so einem Gasmotor aussieht. Nachdem die Maschine abgestellt worden ist, werden sämtliche Zündkabel demontiert. Die Zündkerzen demontiert. Und alle Ventilhauben abgeschraubt, damit man an die Ventile rankommt, um sie einzustellen. Ein Ölwechsel ist nicht zwangsläufig bei jeder Wartung nötig. Es wird über Ölanalysen der Intervall für jeden Motor spezifisch festgelegt. Und der Ölwechsel erfolgt in der Regel über eine Pumpe und ist somit mehr oder weniger automatisch wird's gemacht. Auch der Luftfilter ist bei der 2000-Stunden-Wartung zu beachten. Den sollte man auf jeden Fall einmal ausbauen und kontrollieren, ob er optisch noch in Ordnung ist oder ob er stark verschmutzt ist. Der Gasfilter sollte auch bei der 2000-Stunden-Wartung kontrolliert werden. Dazu müsste man ihn einmal ausbauen, kontrollieren und gegebenenfalls erneuern. Um eine lange Laufzeit des Motors zu gewährleisten, ist es ganz wichtig, die Wartungsintervalle einzuhalten.